es dieselbe Formel ist. Dann wollen wir mal aufmachen. Ziemlich staubig hier. Die Wissenschaftler suchen nach Hinweisen. Wie bei Rosalia bedeckt eine Glasscheibe den Sarg. Doch hier ist sie zerbrochen. Ist da Wasser in den Sarg eingetreten? Leider ja, durch dieses Loch. Der Körper ist stark zerstört, vermutlich durch die Feuchtigkeit, die eingedrungen ist. Fast skelettiert. Rosalia hingegen wirkt hinter ihrer intakten Glasscheibe noch immer lebendig. Die Einbalsamierung gibt einem die Möglichkeit, länger mit jemandem zusammen zu sein, den wir wirklich lieben. Denn es ist schwer, sich zu verabschieden. Darum rief der Vater Professor Salafia, den berühmtesten Einbalsamierer von Palermo. Ich werde mein Bestes geben. Ich verspreche es. Eigentlich ist die Beisetzung in den Katakomben seit Ende des 19. Jahrhunderts untersagt. Man vermutete, dass die Mumien Keime übertragen. Trotzdem durfte Lombardo seine Tochter dort aufbahren. Salafias Behandlung galt offenbar als eine Art Desinfektion. Aber kann sie Rosalia für immer bewahren? Ich habe hier ein altes Foto. Da kannst du sehen, wie sich die Farbe geändert hat. Sie scheint auf dem Foto etwas rundlicher zu sein. Die Haare waren dunkler und das Gesicht war heller, weicher, gleichmäßiger. Photooxidation heißt dieser Effekt. Sonnenlicht und Fotoblitze bleichen Kleidung und Haare. Die Haut dagegen wird dunkler. Aber das allein erklärt nicht die Verfallsspuren. Es heißt, irgendwann in den 70ern oder 80ern sei das Glas zerbrochen. Aha, das war vielleicht der Beginn dieser langsamen Zersetzung. Ich denke auch, das hat diesen Prozess beschleunigt. Und dieses hier wurde später zusätzlich draufmontiert, richtig? Ja, es wurde 2008 hinzugefügt. Ein zweites Glas. Die Mönche wollten damit Rosalias Verfall aufhalten. Offenbar vergeblich. Fassen wir noch einmal zusammen. Rosalia, ein zweijähriges Mädchen, wird nach ihrem Tod komplett mumifiziert. Nach dieser speziellen Formel. Aber wenn heutzutage nicht schnell etwas passiert, ist ihr Zerfall nicht mehr aufzuhalten. Denn seit einiger Zeit ist es hier in den Katakomben feuchter geworden. In diesem Raum kann man es besonders gut sehen. Die Decke, fast komplett grün, überzogen mit Algen. Diese Feuchtigkeit, die auch in der Luft ist, fördert den Zerfall der Mumien. Jahrhundertelang nahm der Tuffstein Feuchtigkeit auf und die Luftzirkulation funktionierte. Doch bauliche Maßnahmen veränderten das Raumklima massiv. Alles ist sehr weich. Die Kleider zersetzen sich. Ja, alles zersetzt sich. Das ist wirklich ein Schlamassel. Schlimmer Zustand. Schau mal da. Moos und Algen auf den Tuffmauern. Überall Spuren starker Feuchtigkeit. Hier sehen wir ganz deutlich die Schimmelbildung an den Weichteilen. Das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Eine ideale Grundlage für den Schimmel. Also in diesem Ausmaß habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und das ist wirklich sehr bedenklich. Und hier muss man wirklich jetzt Maßnahmen ergreifen, dieses Wachstum zu stoppen. Ich weiß von den Kapuzinern, dass hier umgebaut wurde. Zum Beispiel wurde das Abwassersystem erneuert. Das hat definitiv zu diesen Veränderungen geführt. Die Forscher haben an verschiedenen Punkten Sonden angebracht, um Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen über einen längeren Zeitraum messen zu können. Okay, it's almost full. Die Auswertung der Daten zeigt, die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch. Mumien vertragen maximal 50%. Das Klima in den Katakomben lässt sich aber nicht so einfach korrigieren.
Für Rosalia brauchen die Forscher eine schnelle Lösung. Sie können sie nur retten, wenn sie wissen, wie sie einbalsamiert wurde. Im Kommunalarchiv von Palermo lagern seit 1311 die amtlichen Dokumente der Stadt. Hier hofft Dario Piombino, endlich Hinweise auf lebende Verwandte des Einbalsamierers Alfredo Salafia zu finden. Nach tagelangen Recherchen entdeckt die Archivdirektorin ein altes Melderegister. Wenn darin Verwandte Salafias aufgeführt sind, kann Dario Piombino einen Stammbaum zeichnen, der ihn vielleicht zu den noch lebenden Erben führt. Salamone. Salafia. Eccolo qua. Eccolo qua. Alfredo Filippo Maggio Rosalia. Sembra proprio lui. Sì, sì, penso proprio di sì. Die mühsame Suche lohnt sich. Dario Piombino findet tatsächlich eine entfernte Verwandte Salafias. Sie behauptet, persönliche Dokumente des Einbalsamierers zu besitzen. Darunter ein Manuskript, von Salafia selbst verfasst. Endlich lernen wir uns kennen. Hier ist das Manuskript. Schauen Sie mal. Und alles in seiner Handschrift. Neue Spezialmethode für die Erhaltung eines ganzen menschlichen Leichnams im Zustand permanenter Frische. Es ist unglaublich. Eine Liste aller Körper, die Salafia konserviert hat. Handschriftlich von ihm selbst dokumentiert. Bis in jede Einzelheit. Mit Fotos, Anmerkungen, Gedanken. Und auf einer Seite die verschollen geglaubte Formel. Ich kann es kaum glauben, das ist die Formel von Salafia. Jeder hat danach gesucht, jeder wollte sie sehen. Und sie war die ganze Zeit hier. Ich habe dieses Manuskript gefunden und es aus Respekt aufbewahrt. Es ist ja alles mit der Hand geschrieben. Salafias Formel. Extra hervorgehoben, die Mumie muss luftdicht abgeschlossen sein. Salafia ersetzt das Blut mit einer Mixtur aus Glycerin, Formalin und in Alkohol aufgelöster Salicylsäure, angereichert mit Zinksulfat und Chlorid. Die Zutaten werden noch heute in der medizinischen Forschung, Anatomie und Pathologie verwendet. Für mich ist sehr interessant, dass er Formalin benutzt hat und nicht Quecksilber und Arsen wie andere Einbalsamierer. Das war für seine Zeit etwas sehr Besonderes. Er war also sowas wie ein Pionier. Das ist im Wesentlichen dieselbe Formel, die seit 100 Jahren besteht und bis heute angewandt wird. Sie liefert einen überraschenden Hinweis. Glycerin hat die Eigenschaft, Wasser zu binden. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir über den zukünftigen Erhalt nachdenken. Vielleicht ist in Ihrem Körper noch ein Rest Wasser. Wir dürfen sie nicht wie die ausgetrockneten ägyptischen oder sizilianischen Mumien behandeln. Jetzt wissen die Forscher, Rosalia braucht ein feuchteres Klima als die anderen Mumien. Und sie muss hermetisch abgeschirmt sein vor zersetzenden Mikroorganismen. Ihr Glassarg schafft das offenbar nicht mehr. Albert Zink wendet sich an eine Mailänder Maschinenbaufirma. Die technische Herausforderung? Die Experten müssen eine Konstruktion entwickeln, die Rosalia in ihrem Sarg vor zersetzenden Bakterien und Mikroorganismen bewahrt. Und automatisch das Raumklima regelt. Doch dazu brauchen die Forscher die Genehmigung der Mönche. Dario Piombino muss sie von der Notwendigkeit überzeugen.
Die Mumien zerfallen langsam. Insbesondere die Feuchtigkeit ist viel höher als früher. Ein noch größeres Problem ist Rosalia Lombardo. Sie braucht eine spezielle Behandlung. Deshalb ist es notwendig, für sie ein besonderes Mikroklima zu schaffen.